wenn es um ihren Ex-Freund Jimmy Blue Ochsenknecht, 32, geht, zeigt Jelis Kock, 30, sich mittlerweile eigentlich immer von ihrer starken Seite. Doch während sie sich die erste Folge von Diese Ochsenknechts anschaut, fließen bei ihr plötzlich die Tränen. Es ist kein Geheimnis, dass Jelis und ihr Ex sich nicht mehr viel zu sagen haben. Besonders wenn es um die gemeinsame Tochter Snow, 2, geht, kommen die beiden auf keinen gemeinsamen Nenner. Und das scheint die Influencerin mehr zu belasten, als sie bisher zugeben wollte. Mir sind gerade einfach die Tränen gekommen beim Gucken der ersten Folge, berichtet Jelis aufgewühlt in ihrer Instagram-Story. Die Sache mit Jimmy und Töchterchen Snow gehe ihr einfach sehr nah. Das ist schon echt traurig. Aber es ist trotzdem schön, zu sehen, wie alle über dieses Thema denken. Vielleicht merkt Jimmy es auch irgendwann und besinnt sich. Ich hoffe es natürlich. Das hat mich gerade zur Erinnerung. Sein Schneeflockentattoo für Tochter Snow hat Jimmy Blue vor einiger Zeit einfach überstechen lassen. Außerdem soll er schon seit langem keinen Kontakt zu seiner Ex und der gemeinsamen Tochter haben. Kein Wunder also, dass Jelis beim Gedanken daran die Tränen kommen. Bleibt abzuwarten, ob Jimmy vielleicht doch noch irgendwann den Kontakt zu seiner Tochter und seiner Familie sucht. Aktuell konzentriert er sich nämlich voll und ganz auf seine neue Freundin Laura Marie Geisler, 25, und scheint für andere Dinge einfach keine Zeit mehr zu haben.